Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute auf jeden Fall, mich haben viele darauf angesprochen und auch ich habe haufenweise Nachrichten auf Insta bekommen. Ich soll mal eine Vergleichung machen. Haben mir ein paar, ehrlich gesagt, fast alle meine Abonnenten geschrieben, bis auf ein paar. Und die haben geschrieben, dass ich einen Vergleich machen soll. Ich soll meinen Schwind zeigen von Season zu Season. Damals aussah und halt heute. Und auf jeden Fall, ja, wenn ihr das Video, wenn ihr das Video seht, ist schon ein neues Video hochgeladen. Das könnt ihr auch auf jeden Fall auschecken. Ich sag nur, es war krank. Ich spoilere aber noch nicht so viel. Auf jeden Fall erstmal die Herausforderung. Alter Ego für diesen Skills, deswegen mache ich das nicht. Winterfest muss ich noch das hier dreimal machen, das ist aber auch easy. Ja, was habe ich denn so zusätzliche Ziele? Hier habe ich noch das hier. Bevorstehen das Chaos, das hier noch, aber sonst. Ja. Im Wettkampf habe ich Winter Royal mit einem Freund 24 Punkte erreicht. Also nicht nur in 15 Runden, sondern in 4 Runden oder so. Wir haben dann abgebrochen, weil mein Freund aufgehen musste. Und ja. Auf jeden Fall gehen wir erstmal zur Karriere. Ich bin Konto-Level 594. So, gehen wir erstmal in den Item Shop. Aus dem Item Shop habe ich heute leider nichts. Leider. Oder habe ich irgendwas davon? Nee. Auf jeden Fall schreibt mal in die Kommentare, wie ihr dieses Set hier findet. Ich feiere auf jeden Fall den Codename 11 und Fischstäbchen halt. Das Monster feiere ich nicht so hart, weil er, ja. Und die Glühbirnagette, die feiere ich auch übel. Ja, auf jeden Fall kommen wir jetzt mal zum Spind. Mein Spind in Season 2 bzw. 1 sah so aus. Also ich hatte nur mein Lebkuchenmann und mein Standardkleider. Den guten, ja. Tentatur, Tantrit die ganze Zeit über. Ja. Dann so Season 3, Season 4 rum. Sah es dann so aus. Da ist denn sowas mit den Skins her. Und die Tänze, die sahen dann halt so. Halt sexy Strichlage hatte ich da schon. Was hatte ich denn da auch schon? Ja, wo ist der Tanz? Hier Fingerpistolen und ja, Fingerpistolen hatte ich da auch schon. Jubelstimmung hatte ich dann auch. Das langsame Klatschen auch. Oberpeinlich hatte ich dann auch. Also die grüne Tänze, die habe ich gut geholt. Die haben die Royale Muckis auch. Was gibt es denn hier noch so? Also sonst habe ich, glaube ich, doch schon von den Schultern habe ich mir noch geholt. Sonst, wahre Liebe habe ich mir auch geholt. Sonst, ja. Das war auf jeden Fall mit den Tänzen so. Weil ich so OG hab. Hier auf jeden Fall Starskin, das ist auch mein Ehrenmann, danke für Connector, Bruder. Ja. Auf jeden Fall, ich würde sagen, ich mache noch jetzt, zeige jetzt nochmal alle meine Skins so und dann gehen wir auch schon mal in die Bau und so. Bau und so. Deutsch lernen. In die Bau. Wie nennt man das, Leute? Schreibt mal das in die Kommentare. Also die Vergleichung, die Bauvergleichung, also Season rum. So.
So, hier das Frozen Legends Bundle. Fand ich damals ultra geil, aber spiele ich gar nicht mit, bis auf den Raven manchmal. Hier das vulkanische Set. Der sah damals, wo der John Wick Monat erstes rauskam, übelst geil aus meinem Kopf. Hier Season 6, Season 9, Season 10, Season 10, 7. Ach so, hier. Die habe ich mir letztens gekauft. Kuschelbeauftragte. Ehre. Hier Shadow Legends Pack. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr irgendwas Seltenes findet noch. Was hier so ist. Ganz geil finde ich auch noch Rennfieber. Ach, hier noch OG Roy Bomber, aber nicht Season 4, sondern habe ich glaube ich Season 9 oder 8 geholt. Ja. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr hier irgendwas Seltenes findet. Ich glaube, Skorpion war, glaube ich, lange nicht mehr drin. Ich weiß es aber nicht. Atronel glaube ich auch nicht und der auch glaube ich auch nicht. Die beiden waren ja vor kurzem erst drin, die drei hier. Und sonst, ja. So, auf jeden Fall hier die seltenste Lackierung im Spiel, da bin ich auch stolz drauf. Naja, ich will halt damit auch nicht jetzt angeben. Ich finde, ist einfach sehr geil. So, auf jeden Fall stoppen wir da mal eine Creative Runde und machen wir da dann eine Verteidigung, ne? Also nehme ich meine rotnasige Räuber rein. Ach, und erstmal schönen Weihnachten an euch alle Leute. Ich hoffe, ihr kriegt was Cooles zu Weihnachten. Schöne Geschenke. So, werden wir einfach mal in die Map gehen. Habe gerade eben noch ein bisschen gebaut. So, auf jeden Fall, mein Bauen in Season 1 bzw. 0. Nein, wieder nicht. Habe ich so gebaut. Wenn ich mich so eingebaut habe, ich habe also nur so eine Treppe und eine Wand gebaut. Ich habe auch 0 editiert. Auf jeden Fall, schreibt mir in die Kommentare, ob ich so einen Tipps und Tricks Videos machen soll, wie ich so meine 1 gegen 1 ist, 1v1s mache. Ja, auf jeden Fall, so habe ich diesen 1 die ganze Zeit über gebaut. Wenn mich einer gepusht hat, habe ich 2 Treppen gebaut und das so, wenn mich einer gepusht hat. Wenn ich einen gepusht habe, habe ich so gebaut. Ja, dann Season 2 über habe ich dann so gebaut. Halt wie man es kennt, ne? Der normale Turtle. Ja, und gepusht habe ich dann ein so. Season 3 war es dann schon, dass ich so gebaut habe. Und da habe ich auch schon editiert. Aber nicht so schnell, sondern so.
Ja. Also wie gesagt, nicht so schnell auch. Mache ich gerade einfach so just for fun. Ja, auf jeden Fall dann Season 4, Season 3, wenn ich einen gepusht habe. Weil dann schon dieses andere. Nicht so, sondern. Zack. Auf jeden Fall als Season 4 habe ich dann die ersten 90s probiert, da habe ich so gebaut. Ja, so habe ich in Season 4 mich immer hochgebaut. Da konnte ich auch schon ein bisschen schneller editieren, zum Beispiel so. So, und gepusht in Season 4 habe ich einen so dann. Und immer wenn dann hier einer dafür stand, dann immer auf Editieren geschossen. Okay, kommen wir mal zu Season 5. In Season 5 habe ich meine Nantis dann so angefangen. Gepusht in Season 5 habe ich dann einen so mittlerweile. Oh, der bin ich dumm. Da konnte ich auch schon Free Layer bauen endlich. So. Kommen wir mal zu Season 6. Da habe ich kaum gespielt, aber trotzdem den Battle Pass durchgeschafft. Genau wie Wolf komplett fertig. In Season 6 Battle, also in Season 6, da hatte ich eigentlich auch Shade 90s gebaut, also so. Season 6 habe ich eigentlich, ich habe eigentlich immer die Taktik da angewandt, immer drei Layer hochgebaut und dann gepusht. Die weiteren Seasons immer, bis auf Season 11. Dann Season 7, ja ne, Season 7 habe ich dann normale 90s gemacht, also solche. Nur halt in so. Okay, Season 8. Da ist eigentlich sozusagen mein Durchbruch angefangen. Hat sozusagen mein Durchbruch angefangen. Ich hatte immer mit dem Best aus unserer Schule gespielt. Der hat mir dann immer so vieles beigebracht. Dann habe ich so lange nicht gebaut. Auch an der Schnelle jetzt. Und habe auch so schnell mittlerweile editiert. Habe auch schon die ersten paar Elf-Kurse gemacht, also hab mir welche aufgebaut mit einem Freund. Ja. So, Season 9. Habe ich solche Nannies gebaut. Also da hatte ich auch wieder komplett reingeschissen. Ja. Season 9 hatte ich dann auch angefangen erst so zu bauen.
Ja. So, kommen wir mal zu Season 10. Habe ich eigentlich alles gleich gemacht, bis auf die 90s. Sah meine 90s nämlich so aus. Ich habe mich damals dann so übelst kratzt mit den Infinity 90s. Und dann Season 11, da hat sich bei mir alles verändert. Ich zeige erstmal meine 90s. Am Anfang meiner 90s waren so. Hallo? Jetzt. Dann waren sie mal so. Und schließlich waren sie so. Ich krieg's noch immer nicht so richtig hin, aber so baue ich momentan meine 90s. Und dann gehe ich nochmal kurz auf den Boden. Da hat sich meine Pusher, also mein EDC nämlich komplett verändert. Meine Pusher war komplett anders. Ich habe den hier gemacht. Ich mache den hier. Aber wenn ich eine flexiblere Treppe und eigentlich nicht runterschießen kann, egal mit was. So, mein Editieren. Ich habe früher immer, ich kann nur kurz umstellen, wenn ihr wollt. Früher immer auf Baumasse Pro gespielt. Wie die meisten Pferdchen halt. Da muss man ja mit Dings, wenn ihr ein Rechtstück bereit seid. Und das habe ich dann gemacht, das ist für mich zu langsam. Dann habe ich es ein bisschen ausprobiert und bin jetzt endlich dazu gekommen, dass ich zurücksetzen auf R1 habe. Weil ich könnte ja gleich nochmal einen Vergleich sehen. Okay, ich stelle nochmal kurz um und dann seht ihr noch ein paar Vergleich. So. Also schreibt mal in die Kommentare, was ihr besser findet und ob ich ein Tipps und Tricks Video machen soll, wie ich euch weiterhelfen kann. Schreibt doch mal neue Videos in die Kommentare, weil wir ihn erfahren haben, langsam echt auf die Eier. Ich habe auch schon vier neue Spieler, aber ein Video dazu kommt erst morgen. Oder vielleicht kommt morgen auch ein Livestream nochmal. Ich weiß nicht. Also, ich würde jetzt mal sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Ghost Casey.